direkt dann zur Sache gehen. Und da sprechen wir auch gleich drüber. Ein paar sind schon gekommen. René, wir reden aber heute vor allem erstmal über Hacken. Genau. Bei Hacken gibt es eine Menge zu beachten. Ich habe zu Hause auch so ein paar Hacken. Was machen so Leute ohne grünen Daumen wie ich meistens falsch bei Hacken? Also normalerweise, das fängt an bei der Pflanzung und hört auf beim Schneiden. Ja. Also da ist es immer ganz wichtig. Man muss halt immer wissen, genau, wo kommt die Pflanze her oder diese Heckenpflanze. Und ganz viele haben das in diesem Jahr gemerkt, weil wir einfach wir hatten einen starken Frost und ganz viele Hecken sind dadurch kaputt gegangen, die nämlich hier gar nicht hergehören. Und alle heimischen Gehölze, Heckengehölze, die haben alles gut überlebt. Und ja, und da kann es halt einfach nur sein, dass man ja mal richtig schneiden sollte. Das heißt also immer darauf achten, dass die Hecke den richtigen Schnitt bekommt. Und dann ja, nur was ist der richtige Schnitt? Der richtige Schnitt ist halt immer konisch. Das heißt konisch, das heißt also immer, hier sieht man ja auch, die Pflanze ist ein wenig konisch. Und warum ist die so? Weil wenn die Sonne scheint und das Licht ist, dann kriegt sie oben genauso viel Licht wie an den Seiten. Also das heißt, oben spitzer, unten breiter. Jawohl, weil ich das nicht mache, dann sieht man das oft an den Hecken, dass die Hecken unten Licht werden. Genau. Wenn man die. Und manchmal ist es auch so, dass die Hecken oben breiter sind als unten und dann wird es immer schlimmer. Dann heißt es so, dann ist es irgendwann gar keine richtige Hecke mehr, dann sieht sie auch nicht mehr schön aus. Also wenn man mal wirklich in so alten Parks geht, das haben die vor 200 Jahren schon immer gewusst, da sieht man immer, dass die Hecken konisch geschnitten sind. Und die sind dann auch, sehen immer 1A aus. Sehr konisch oder reicht auch ein bisschen konisch? Weil also immer so, dass genug Licht dran kommt. Also das ist halt mal, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Man kann auch sehr konisch schneiden, wenn man das möchte. Das tut der Pflanze gut. Aber darf ich mal kurz was zwischenfragen? Wenn jetzt diese Seite der Hecke, die eine davon ist ja der Sonne immer abgewandt. Meistens. Ja, aber die Sonne dreht ja, die kommt ja. Ja. Und trotzdem hat man Licht von oben. Okay. Das heißt, also man hat keinen Schatten. Also kein Schatten schon, aber eben man hat trotzdem genug Licht. Mhm. Aber wenn dann diese Oberfläche dann noch Schatten wirft, ja, dann kriegt sie halt unten nicht genug Licht. Und man muss es auch so sehen, die Schneelast ist auch nicht zu. Stimmt, ja, da macht natürlich Sinn. Das heißt, wenn ich dann oben so, wenn ich es oben schmaler habe, dann fällt der Schnee auch viel schneller runter. Und dann heißt und dann kann so eine Hecke natürlich auch viel schöner wachsen und sieht auch in Jahren noch schön aus. Für viele ist ja so eine Hecke auch ein Sichtschutz. Ne? Genau. Und dann fragt man sich, wie hoch darf so eine Hecke eigentlich sein? Also normalerweise gibt es so ich komme aus Niedersachsen, darum sage ich, wir haben das niedersächsische Nachbarschaftsgesetz und das sagt 1,80 Meter. Mhm. Und wenn ich höher als 1,80 Meter bin, muss ich das, was ich oben drauf gelegt habe, von der Grenze weg. Verstanden? Ja, verstehe. Das heißt, das muss dann mehr in mein Grundstück rein, die Hecke. Genau, ne? Dann muss ich das einfach. Wenn ich 50 cm höher bin, als ich darf, dann muss ich 50 cm von der Nachbarsgrundstücke meine Hecke nach innen setzen. Alles klar, okay. Das heißt, wenn sie schon mal da so steht und ich sie nicht mehr versetzen kann, dann muss ich mal zusehen, dass sie. Auf 1,80 habe. Genau. Außer, da gibt es natürlich auch noch ein Gewohnheitsrecht. Das heißt also, wenn diese Hecke schon seit 20 Jahren so steht und in 20 Jahren kommt der Nachbar und sagt, ich möchte das nicht, dann hat der Nachbar darauf Anrecht, dass die Hecke eben auf diese Höhe stehen bleibt. Das heißt also, dann darf sie halt nicht weiter wachsen. Da muss ich dann immer die wieder runterschneiden. Ich muss mal was gestehen. Und zwar, ich habe ja, wie gesagt, auch eine Hecke zu Hause und ich habe die immer mal so geschnitten, wann es mir so in den Kram gepasst hat. Jetzt habe ich dieses Jahr zum allerersten Mal gehört, dass man sich an bestimmte Zeiten halten muss, wenn man die Hecke schneidet. Ja, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt natürlich einmal einen Vogelschutz. Das ist auch ganz wichtig, dass man immer mal darauf achtet. Es nisten natürlich auch Vögeln in Hecken. Ja. Und da sollte man unbedingt Rücksicht drauf nehmen. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich auch eine Verkehrssicherung, das heißt also, wenn so eine Hecke irgendwie in die Straße ragt, dann muss man natürlich den Zuschnitt immer wieder zurückschneiden und das darf man auch. Also alles, was rausgewachsen ist aus der Hecke. Genau, alles, was aus der Hecke raus ist, darf ich das ganze Jahr über zurückschneiden. Mhm. Ich darf sie nur nicht stark zurückschneiden. Okay. Und ganz wichtig ist, man guckt grundsätzlich natürlich, ob Vögel drin, wenn Vögel drin nisten, dann warte ich einfach. Und worauf man auch unbedingt achten sollte, weil das tut nämlich weh, wenn man da nicht drauf achtet, ob nicht vielleicht auch ein paar Wespennester drin sitzen, weil auch das passiert. Die mögen das ja nicht so gerne. Nee, die mögen das nicht so gerne. Die kommen dann mal kurz raus und sagen Hallo. Und also gibt es jetzt einen bestimmten Monat oder so, wo ihr sagt, ich dachte mal, es gäbe so ab Mai darf man nicht mehr? Oder? Also man fängt halt an, also zurücksetzen oder stark zurückschneiden darf ich, ab 1.3. nicht mehr. Ach so. Und ich vom 1.11. bis zum 1.3. ist sozusagen, darf ich schneiden. Ja, das heißt also in der Winterzeit. Okay. Ja, ab 1.3. höre ich auf zu schneiden. Also da darf ich auch nicht mehr stark zurückschneiden. Da darf ich wirklich nur noch den Zuwachs schneiden, um die Hecke in Form zu halten. Und schön ist es natürlich, je nachdem, wenn ich eine junge Hecke habe, ich habe gerade frisch gepflanzt, dann fange ich sehr früh an mit zum Schneiden. Am besten vor Johanni.
weil dann die Hecke noch mal richtig stark durchtreibt. Ja, Sommer-Sonnenwende. Ach so, okay. Ja, weil dann die Hecke noch mal richtig stark durchtreibt. Ja, das heißt, da wird sie sehr schnell dicht. Ja, und wenn ich aber eine alte Hecke habe, die ich nicht so gerne schneiden möchte, mir Arbeit sparen möchte, dann schneide ich so weit wie möglich hinter Johanni, weil dann die Pflanze nämlich ganz wenig nur noch nachtreibt nach dem Schnitt. Hätte ich das wissen müssen, dass das Johanni heißt? Nee, kann ich auch nicht. Das ist niedersächsisch. Ja, Johanni, ja, die einen kennen das, die anderen kennen es nicht. Ja. Wir haben mal so ein paar Heckenfotos vorbereitet. Und zwar Fotos, glaube ich, von Zuschauern aus dem Erzgebirge und dem Vogtland. Oder gucken wir uns die mal an, mal sehen, was du dazu sagst, was mit diesen Hecken so los ist, was das überhaupt für Hecken sind. Weil die sieht jetzt ja auch schon fast ein bisschen tot aus. Genau. Also, das ist eine Fichte. Also, man kann natürlich auch Hecken aus Fichten ziehen, machen. Das geht wunderbar. Aber so eine Fichte ist sehr, ich sag mal, die braucht viel Wasser. Mhm. Und wie viele Fichtenwälder hat auch natürlich auch hier diese Hecke dann gelitten, weil sie nicht genügend Wasser bekommen hat. Es ist ein Flachwurzler. Und da kann man auch nicht mehr viel dran machen. Also da kommt auch nichts mehr. Also man sollte eigentlich schon eine Hecke wählen, die man nicht nochmal die ganze Zeit gießen muss, oder? Genau, das finde ich nämlich auch. Also da kann man immer gucken. Das heißt also heimische Pflanzen. Ja. Das ist immer so. Wir haben hier so ein paar Pflanzen hier auch stehen, die wirklich einfach sind. Ich habe hier eine Eibe, wenn man eine immer grüne Hecke haben möchte. Eibe ist absolut pflegeleicht. Das sieht aus wie ein Baum. Ja, ist eine Art Baum, ist eine Eibe. Ja. Ist eine Hecke grundsätzlich auch ein Baum? Oder? Ja, kann meistens ein Baum werden, werden meistens auch Bäume. Auch hier zum Beispiel habe ich hier was Schönes. Ja. Das ist eine Hainbuche. Also ist das eine Hecke im Prinzip nur ganz viele Bäume nebeneinander? Genau, und die ich kurz schneide. Ja. Und immer in Form halte. Und die sind dann aber auch dann irgendwann so miteinander verwachsen, dass man sie nicht mehr separieren könnte. Genau, und da gibt es welche ganz tolle, die irgendwie Dornen hat. Wenn ich zum Beispiel nicht möchte, dass jemand in mein Grundstück kommt, gibt es Hecken, die Dornen haben. Hier, wenn ich sehr alt werden möchte, weil so eine Eibe kann 5000 Jahre alt werden, ja, dann nehme ich halt so eine Eibe. Ja, ja, also, 5000 Jahre, ist ja genau. Also das ist halt da kann. Oder wenn ich was Blühendes haben möchte, wenn ich was Aufgelockertes haben möchte, dann nehme ich so eine Weigelie und mische die zum Beispiel hier mit so einer buntblättrigen ja, ich sag mal, jetzt liegt mir der Name auf der Zunge, kommt gar nicht runter. Mich musst du nicht fragen. Liguster, jetzt habe ich sie da. Ja. Sag mal, wie lange dauert das, bis aus sowas eine richtige Hecke wird, also so ein Sichtschutz? Das geht recht schnell. Ja? Das heißt also, wenn ich diese Größe pflanze, das ist so eine normale Verkaufsgröße, kann ich damit rechnen, dass ich so in 3 Jahren schon so ein blickdichte Sichtschutz habe. Das, das geht schon. Bei so einer Eibe natürlich dauert das ein bisschen länger, weil die wird auch 5000 Jahre alt, die lässt sich Zeit. Die hat ja die Ruhe weg. Ja, so, genau. Jetzt gucken wir uns mal Fotos an, die wir noch haben. Weitere Hecken. Das ist eine Ligusterhecke, kann man sagen? Ja, hier hat man ein bisschen stark geschnitten. Das tut dieser Ligusterhecke nicht weh. Das heißt, die wird da wieder austreiben. Aber sieht ja nicht schön aus. Nee, also hier ist es auch ganz wichtig. Also auch hier bei so einer Ligusterhecke, der konische Schnitt ist ganz wichtig. Das ist hier aber nicht konisch. Nein, ne? Genau. Und das ist halt immer ganz wichtig. Liguster ist ganz wichtig, dass die konisch geschnitten wird, damit die immer schön dicht ist. Ja, man will das dann, guck mal hier, wie zum Beispiel, man will das immer dann so schön gerade haben. Ja, das kann man so typisch deutsch. Ich habe das auch gerne bei mir eigentlich. Ja, das kann man auch machen. Aber das ist ja nicht konisch. Na, man kann auch gerade konisch. Also so und gerade. Ja, das sieht genauso schön aus. Das sieht ein bisschen aus wie beim Herrenhaus. Ja, hier auch nicht schön hier, ne? Ja, das ist halt eben mal als cool geschnitten und so. Und natürlich, hier ist vielleicht einfach mal die Heckenschere ausgerutscht. Ja, also da kann das natürlich auch passieren. Aber so eine Pflanze, die verzeiht einem das. Ja. Die treibt dann wieder durch. Also da braucht man keine Angst haben. Also da kann man sich ein bisschen dran üben, damit man dann da eine schöne Form rausbekommt. Ich zeig dir nachher nochmal Fotos von meinen Hecken. Da habe ich auch einige Probleme mit. Ja, wir haben aber noch welche, glaube ich, ne, aus dem Erzgebirge. Das ist ja ganz schön anschaulich. Das ist so, da würde ich jetzt zum Beispiel mit der Heckenschere einmal so drüber mähen. Genau. Also das ist ja zum Beispiel die Hainbuche, die wirklich schön ist, die ist widerstandsfähig. Mhm. Das ist halt wirklich eine Heckenpflanze, die auch mal Trockenheit verträgt. Also eine tolle Sache. Und auch die konisch schneiden, damit sie schön dicht bleibt. Da dürfte man jetzt auch ganz, ich würde da auch rangehen und jetzt ein bisschen in Form schneiden. Das ist völlig in Ordnung. Ja, ich habe aber da auch schon einen Fehler gemacht. Also das sah dann irgendwie nachher komisch aus. Aber das siehst du ja dann nachher noch, ne? Ja, aber nicht zu eng. Man darf auch nicht zu viel immer abschneiden. Ja. Also darum, das ist auch das, was es immer ausmacht. Das ist schon eine Wissenschaft für sich. Wir gehen mal ganz kurz weg von den Hecken, weil wir hatten gesagt, liebe Zuschauer, wenn der René Waders bei uns der Pflanzenarzt, dann können wir natürlich auch über ganz andere Probleme mit ihren Pflanzen gerne sprechen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel die Frau Müller aus Weißensee. Hallo, Frau Müller. Ja, hallo, alle beide ins Studio. Ich grüße Sie. Guten Tag. Hallo. Was haben Sie für eine Frage? Ja, ich habe seit circa 3 Jahren ein Hibiskusbäumchen an der Hauswand stehen. Und es will und will keine Knospen zeigen. Also, ja. Was kann ich da machen? Gebe ich dem Bäumchen noch eine Chance oder...
Es gibt Sorten, also es gibt auch beim Hibiskus manchmal das Problem, dass die Pflanze nicht blühen möchte. Das ist halt einfach, das sind Züchtungen und irgendwie, ich sag mal, blühfaul, blühtaub. Manchmal hilft wirklich der Pflanze zu sagen, ich reiß dich raus, sonst, ja. Hab ich schon gemacht. Ja, und wenn das leider nicht funktioniert, geben Sie ihr noch eine Chance. Manchmal ist es auch wirklich ausreichend, die mal auszubuddeln und einen anderen Standort zu geben. Also es kann sein, dass es der Pflanze da einfach nicht gefällt und sie darum deswegen nicht blüht. Also rausnehmen, woanders hinstellen oder dem Nachbarn schenken, da fängt sie sicherlich vielleicht an zu blühen. Also das ist manchmal so, da kann man manchmal nicht so richtig reinschauen. Vielleicht ist sie traurig, vielleicht ist sie einsam. Vielleicht braucht ich versuche es, vielen Dank. Ja, Frau Müller, danke. Bitte. Danke, tschüss. Gibt es Pflanzen, die eher in Gesellschaft blühen? Also ganz wichtig, und es gibt Pflanzen, die in Gesellschaft leben möchten. Ja. Das gibt man zum Beispiel auch bei Bäumen und so. Bäume, die eng nebeneinander wachsen, da denkt man immer, ich muss jetzt einen rausnehmen, weil es zu eng ist. Und dann, ja, das möchten die eigentlich auch nicht. Die möchten gerne in Harmonie, genauso wie wir Menschen möchten auch Pflanzen in Harmonie leben. Aber es gibt auch Pflanzen, die sich nicht mögen. Gibt's auch. Und dann kommt die Heckenschere. Na gut, nicht so schlimm. Da kommt dann irgendwas anderes zum Einsatz. Oder man macht es gerade gleich von Anfang an anders. Ich wollte jetzt eigentlich nur eine Überleitung bauen zur Heckenschere, weil die ist ja ganz praktisch unter Umständen. Ich habe selber eine geschenkt bekommen zu Weihnachten. So diese Akku-Heckenscheren, die sind ja total angesagt, weil sie sich dann zum Beispiel auch mit dem Akku-Rasenmäher kombinieren lassen und so weiter, wenn man das will. Und wir haben da mal einen Test gemacht, weil da kommt es natürlich zum einen drauf an, wie lange hält der Akku, wie kräftig ist diese Heckenschere überhaupt, also kommt die auch durch dickere Äste durch. Und insgesamt haben wir vier verschiedene Akku-Heckenscheren unter die Lupe genommen. Wir testen diese vier akkubetriebenen Heckenscheren. Eine Schere von Gardena und eine von Bosch. Beide kosten um die 150 Euro. Deutlich günstiger mit knapp 90 Euro die Schere von Einhell. Und das teuerste Gerät in der Stichprobe? Das Modell von Stihl für 265 Euro. Als erstes die Heckenschere von Gardena. Mit der richtigen Schutzkleidung kann es losgehen. Eine Kirsch-Lorbeer-Hecke gilt es zu schneiden. Die Gardena schafft auch dickere Äste, doch manche Schnittkanten fransen dann aus. Weiter geht's mit der Heckenschere von Stihl. Sie ist 800 Gramm schwerer als die Gardena, aber dafür ist sie besonders sicher. Das Auffälligste hier die extra Sicherung. Hier ist jetzt noch mal so ein kleiner Hebel drin, den muss man erst nach vorne machen und dann ist sie entsichert. Und dann geht's erst los. Die Stihl ist also dreifach gegen Fehlbedienung gesichert. Technisch ist die Schere von Stihl top, sie ist aber auch die schwerste im Test. Und wie schlägt sie sich an der Hecke? Sie geht ein bisschen leichter durch. Also man muss nicht so oft über dieselbe Stelle fahren. Und zudem sind die Schnittkanten sauber. Als nächstes die Heckenschere von Bosch. Der erste Eindruck. Sie ist auch etwas leichter, handlich auch handlich, also man kann nichts sagen. Doch es zeigt sich, dickere Äste sind eine echte Herausforderung. Also das ist jetzt schon mal ein Unterschied, dass sie so direkt blockiert, sobald er ein bisschen dicker ist. Ähnliches bei der Schere von Einhell. Sie hat den kleinsten Abstand zwischen den Zähnen und ist für dickere Zweige deshalb nicht so gut geeignet. Wichtig ist, wie lange es dauert, bis der Akku wieder einsatzbereit ist. Bei manchen Modellen ist Geduld gefragt, vor allem bei Gardena. Fast 2 Stunden vergehen, bis der Akku wieder voll ist. Deutlich kürzer, trotz größerer Akkukapazität, die Ladezeit der Bosch. Stihl liegt im Mittelfeld, am schnellsten geht es bei Einhell, 40 Minuten. Bei der Kirsch-Lorbeer-Hecke haben unsere Tester schon Unterschiede bemerkt bei der Schnittleistung. Jetzt wollen wir die Maschinen an ihre Grenzen bringen und sehen, welche letztlich am besten abschneidet. Dafür haben wir harte Äste vom Mandelbaum mitgebracht, in verschiedenen Stärken. Gardena und Stihl können überzeugen, die Schere von Bosch kommt an ihre Grenzen. Auch die Schere von Einhell muss kämpfen, allerdings ist sie für solch dicke Äste laut Hersteller auch nicht geeignet. Nach dem Härtetest haben unsere Tester dann ihre Favoriten gefunden. Jetzt, nachdem wir gesehen haben, wie jetzt nochmal die Leistung ist, würde ich persönlich eher zur Stihl greifen. Auch wenn die um einiges schwerer ist als die Kontrahenten, kommen wir da aber leichter durchs Holz durch. Fazit: In der Praxis und bei der Verarbeitung konnten die Scheren von Bosch und Einhell am wenigsten überzeugen. Allerdings laden beide ihre Akkus schnell.
Gardena schneidet die Hecke überzeugend, ist sehr gut verarbeitet, nur der Akku lädt eher gemächlich. Preislich liegt sie im Mittelfeld. Deutlich die Nase vorn hat das Gerät von Stihl. Es ist aber auch bei weitem das teuerste in unserer Stichprobe. Tja, meine Heckenschere war da jetzt tatsächlich auch mit dabei. Ich sage aber nicht, welche das war. Aber ich habe mal eine Frage, René. Das macht ja, ich finde, das macht wahnsinnig viel Spaß, da mit diesem Ding da. Und dann ist natürlich der ganze Kram liegt dann auf dem Boden. Kann man damit irgendwas Sinnvolles machen? Ja, also man könnte damit mulchen. Also das ist okay. Das ist halt, also das Perfekte wäre natürlich, wenn man da noch einen Häcksler hätte. Ja. Dann kann ich das alles durchhäckseln und kann es gleich wieder unter der Hecke sozusagen verteilen. Und das wird dann wieder zu Nährstoffen. Das heißt also, das ist für die Hecke dann fürs nächste Jahr der sozusagen der Dünger. Und gleichzeitig unkrauthemmend, also ein Kreislauf. Beste, was wir notieren, Weihnachtsgeschenk, Häcksler. Genau. Super. Okay, jetzt gehen wir noch mal ins Telefon. Was sind viele Leute, die anrufen? Da ist zum Beispiel die Frau Wöbs, die tatsächlich auch eine Frage zu ihrer Hecke hat. Hallo, Frau Wöbs. Ja, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ihre Frage bitte. Ja, ich hätte gerne gewusst, welchen Dünger man, unsere Hecke ist ein Lebensbaum, welchen Dünger man dafür nehmen kann. Wir haben sonst immer Bittersalz genommen, aber die Hecke wird von innen braun, die trocknet aus. Ja. Also, Dünger ist eine gute Frage. Bittersalz ist schlecht. Also kein Bittersalz. Weil Bittersalz ist nur Magnesium. Das wäre, als wenn ich mich nur mit Vitamin E oder sowas ernähren würde. Funktioniert nicht. Also am besten ist, einen Volldünger nehmen. Also einen Schafwolldünger. Irgendwas Organisches. Das ist am besten immer ein bisschen an die Hecke geben. Einmal im Jahr ist völlig ausreichend. Und dann wächst die Hecke. Super. Probieren Sie es aus, Frau Wöbs. Das freut mich. Das freut mich. Das werden wir probieren. Super, danke schön für den Anruf, alles Gute für Sie. Herzlichen Dank. Tschüss. 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 Gehen wir weiter zu Frau Gottschalk aus Göppingen. Hallo, Frau Gottschalk. Ja, hallo. Liebe Grüße ins Studio. Und zwar geht es um meinen Geldbaum. Ich glaube, ich habe ihm zu viel Dünger gegeben mit zu viel Wasser. Und jetzt vertrocknet er so. Da hat er so welke Blätter, wie so ein alter Apfel. Ja, leider. Leider, das ist ganz oft so und es ist ganz wichtig, dass Sie Ihren Geldbaum jetzt wieder in Form bekommen, weil wenn der eingeht, kann es natürlich auch sein, dass das Geld weniger wird. Also. Und was kann ich da machen? Also jetzt erstmal nicht mehr gießen, das heißt also einmal komplett durchtrocknen lassen. Sollten die Wurzeln angefault sein, das heißt, Sie nehmen ihn einmal aus dem Topf raus, gucken sich die Wurzeln an, ob sie hell oder dunkel sind oder schwarz sind. Wenn sie schwarz sind, werden die alten Wurzeln alle entfernt, besorgen sich Kakteen, Erde, setzen die in eine neue Kakteenerde und gießen ganz, ganz langsam, bis dieses Schrumpelige weg ist. Und dann dürfen Sie wieder anfangen zu gießen und zu düngen. Aber wirklich nur alle 4 Wochen ein bisschen Wasser drauf und mehr nicht. Und der kann auf mich warten, bis ich gieße dann? Der wartet, der muss warten. Aber Sie haben ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu Ihrem Geldbaum, glaube ich. Das, ne? Kann ich Ihnen sagen. Ja. Ich liebe den. Das den habe ich von ganz klein zu ganz groß bekommen. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag für Sie. Danke Ihnen auch und viel Glück, Frau Gottschalk. Ja, danke, gutes Gelegen. Tschüss. Tschüss. Jetzt gehen wir noch mehr auf unsere Facebook-Seite. Da haben ja auch einige Zuschauerinnen und Zuschauer Fotos gepostet, zum Beispiel Conny der Götze. Die sagt, hallo, das ist meine Himbeere und ich möchte gerne wissen, was ich verkehrt mache, denn sie trägt keine Früchte. So sieht sie aus. Also, wenn sie keine Früchte trägt, dann liegt es vielleicht, dann liegt es daran, dass diese Triebe vielleicht alte Triebe sind aus dem Vorjahr, also das ist halt immer, die bringen Früchte immer am zweijährigen Holz. Das heißt also, das, was im letzten Jahr gewachsen ist, wird in diesem Jahr die Früchte bringen. Also so. Das ist. Und da muss man halt drauf achten, dass man da, manchmal sind sie auch noch ein bisschen jung, die Pflanzen, also wachsen lassen und gucken, wirklich nicht das Falsche abschneiden, dann werden die auch Früchte bringen. Und Christina Patz fragt, hallo, ich möchte wissen, was ich falsch mache, denn meine Palme bekommt braune Blätter. Ich habe sie auch schon mit Kaffee gedüngt, aber hat auch nichts gebracht. Über einen Rat würde ich mich sehr freuen, so sieht sie aus. Genau. Sowas kenne ich von zu Hause übrigens. Ja, ganz wichtig, also das ist eine Areca-Palme und diese Areca-Palme darf oder sollte niemals austrocknen, das ist ganz wichtig. Mhm. Das heißt also immer gleichmäßig feucht haben, darf aber auch nicht im Wasser stehen, das ist eben auch wichtig. Kaffee ist genau das Falsche, weil Kaffee fängt an zu schimmeln. Kaffee kann man draußen im Garten bringen, aber nicht in der Wohnung. Das ist wichtig. Also gleichmäßig feucht haben, alle 3 Wochen ein bisschen Dünger und dann wird es wieder werden. Ja, und noch mal ganz kurz, weil ich wirklich mich damit gar nicht auskenne. Was für ein Dünger? Gehe ich einfach in den Baumarkt? Ja, ich hätte gerne einfach Dünger.
Universaldünger ist eine Möglichkeit, das ist völlig egal. Oder man nimmt einen Palmdünger, das ist auch, da kann man nichts falsch machen. Okay, machen wir noch den hier, Doreen Künzel. Unsere Hortensie blüht seit fast 4 Jahren nicht. Woran kann das liegen? Also es liegt daran oft, wenn man sie zurückschneidet, weil die Hortensie bildet in diesem Jahr die Blüten fürs nächste Jahr. Und wenn man die zurückschneidet, dann, dann schneidet man auch die Blüten weg. Also nicht zurückschneiden, im Winter schön Winterschutz drüber machen, mit Laub abdecken und erst das Laub wieder wegnehmen, wenn die Frostgefahr vorbei ist. Dann wird sie auch Blüten haben. Übrigens, liebe Zuschauer, bevor ich es vergesse, weil natürlich, wenn René war, das bei uns ist, immer so wahnsinnig viele Fragen aufkommen zu diversen Pflanzen. Wir sehen es ja auch, wir haben hier auch noch einige, die werden wir nachher auch noch beantworten. Wir gehen nämlich heute in die Verlängerung. Und zwar werden wir nachher noch einen Facebook Live machen und einen Livestream, den Sie verfolgen können auf der Homepage von mdr.de, also mdr.de/tv. Oder einfach gehen Sie auf unsere Facebook-Seite von MDR um 4, da können Sie dann weiter dann auch gerne Fragen stellen, indem Sie da eine Frage posten, auch mit dem dazugehörigen Bild sehr gerne. Dann werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und ich habe auch noch ein Foto von meiner Hecke mal mitgebracht. Willst du mal gucken? Und zwar, das gucken wir uns mal kurz an, aus meinem Garten. Zeig mal das Foto. Wir sehen es gar nicht. Doch, sehen wir es hier. Guck mal. Ja. Links ist die Hecke, rechts ist der Apfelbaum. Zu beidem hätte ich nachher mal Fragen. Ja. Sag noch nichts, guck erst mal. Ich guck erst mal, ja? Genau. Kommt dir schon das Grauen? Nö, eigentlich. Geht so, meinst du? Geht so. Alles ja. Okay. Na, du bist einfach auch ein zurückhaltender Typ. Ich glaube, nachher wird es ganz, ganz schlimm für mich. Ich habe auch noch ein anderes Bild. Aber gut, dazu dann später mehr. René, du bleibst noch bitte hier. Ja. Und wir schauen jetzt mal zu den Kolleginnen und Kollegen in die Landesfunkhäuser. Kolleginnen in dem Fall nur. Hallo, ihr drei. Ich freue mich, euch zu sehen. Schönen guten Abend. Hi, Peter. Hallo. So, Susi, du machst heute den Anfang und kannst uns mal erzählen, was ihr denn heute macht bei Sachsen-Anhalt heute. Wir stellen Ihnen die neue Bauhausdirektorin vor, die morgen offiziell ihr Amt antritt und das Bauhaus Dessau verändern will. Barbara Steiner ist keine Architektin, die ist Kunsthistorikerin. Und die 57-jährige Österreicherin, die hat schon seit 20 Jahren einen sehr, sehr festen Zweitwohnsitz in Leipzig, wo sie auch jahrelang die Galerie für zeitgenössische Kunst leitete. Eine spannende Biografie hat sie und das werden auch spannende Zeiten für das Bauhaus. Barbara Steiner, die will es nah und greifbar machen. Ja, und da gucken wir mal, was diese Ziele bedeuten. Nachher mehr bei uns. Dankeschön, Susi. 19 Uhr geht's los. Genau. Genau wie beim Sachsenspiegel mit Anja Köbel. Anja, erzähl uns doch mal bitte was zu euren Themen heute. Mache ich gern. Wir haben einen besten Wortsinn. Cooles Thema. Und zwar geht es um einen gläsernen Kuhstall. Den gibt es tatsächlich in Leipzig Groß-Tschocher, nämlich bei der Agrargenossenschaft Kitzen. Hier sehen wir ihn. Sieht doch toll aus, finde ich. Einen hochmodernen Stall mit viel Licht sowie einer Menge Annehmlichkeiten für die Kühe. Da bitteschön bequeme Liegeplätze oder auf Wunsch auch Fellpflege per Bürstenmassage. Und es geht um mehr Transparenz bei der Milcherzeugung, denn jeder kann reinschauen in den gläsernen Stall, ganz einfach per Webcam oder noch einfacher, gleich bei uns in der Sendung. Genau, danke dir. Also Sachsenspiegel einschalten, Anja. Und jetzt schauen wir noch nach Erfurt. Susanne Reichenbach moderiert das Thüringen-Journal, unter anderem mit welchem Thema, Susanne? Ja, bei uns beginnt kommenden Montag die Schule und dass dieser Start gut gelingt, da sind offenbar nicht nur viele Eltern skeptisch, sondern auch viele Lehrerinnen und Lehrer. Und das nicht nur wegen Corona, sondern weil es ihnen nach wie vor an genug Kollegen fehlt. Über 400 Lehrerstellen sind bei uns in Thüringen nicht besetzt. Und das heißt, dass die vorhandenen Lehrer mitunter in Fächern einspringen müssen, von denen sie nicht wirklich Ahnung haben. Und es heißt auch, dass wieder viel Unterricht ausfallen wird. Die Politik scheint sich an diesem Problem seit Jahren die Zähne auszubeißen. Was hilft wirklich? Fragen wir nach bei Lehrern und bei der Gewerkschaft. Dankeschön, Susanne. Schöne Sendung für dich. Danke. Und danke, liebe Zuschauer. Jetzt geht es ja gleich noch weiter. Also über Facebook Live, dann gibt es noch mindestens 15 Minuten Antworten auf Ihre Fragen rund um die Probleme mit Ihren Zimmer- oder Gartenpflanzen. René Wardas, unser Pflanzenarzt, ist ja bei uns und das Ganze können Sie auch gerne verfolgen auf unserer Homepage mdr.de/tv. Ich habe noch mal ein weiteres Foto von meiner Hecke. Ja. Oh Gott, das macht mich wirklich auch schon wahnsinnig ganz lange. Nehmen wir mal das andere Foto, das haben wir gerade schon gesehen, und den Apfelbaum. Und zwar haben wir noch vor dem Haus eine Hecke und da ist die, da kann man schon ein bisschen durchgucken durch die Hecke. Das war eigentlich nicht so gedacht. Die sollte eigentlich ganz voll sein, so wie rechts ein bisschen am Rand. Und da habe ich dann auch mit der Heckenschere ein bisschen, naja, da können wir da gleich nochmal drüber sprechen. Mal gucken, genau, was du dazu sagst. Und
Natürlich aber auch alle anderen Pflanzen werden hier besprochen. Ich habe jetzt gerade bei dem Thema Schule, weil die Susanne erzählte vom Unterricht, ich finde, dass in der Schule wird eigentlich fast gar nichts über Pflanzen gelehrt, so richtig. Natürlich Biologieunterricht so ein bisschen, aber das war es dann auch schon. Aber ne? Ich lade zum Beispiel in meiner Pflanzenklinik in Kissenbrück regelmäßig Schulklassen ein, die dann gemeinsam mit mir zum Beispiel gärtnern, die ihre erste Zauberbohne mit nach Hause nehmen, damit sie mal wissen, wie funktioniert das eigentlich, wie wachsen Pflanzen und so. Und das finde ich halt eine ganz tolle Sache, weil darf man nie vergessen, die Kinder sind unsere Zukunft und erst recht die Zukunft für unsere Natur. Und darum ist es ganz wichtig, dass man die immer mit in den Garten oder überhaupt mit in die Natur mit einbezieht. Und das ist natürlich immer ein super Erlebnis für die Kinder, wenn die dann sehen, ach, da kommt was, was ganz Kleines. Ja, aus so einem ganz kleinen Kern wird so eine riesige Pflanze. Und Wahnsinn. Das ist toll. Und die pflegen die mit viel Liebe und freuen sich, wenn da irgendwo was wächst. Also es ist wirklich ein tolles Erlebnis und macht viel Spaß. Übrigens, bei deinem letzten Besuch hier hattest du ja hier gemeinsam, glaube ich, mit, ich weiß gar nicht mit wem, ich war ja im Urlaub, hattest du was gepflanzt? Mit René, okay? Genau, mit René Kindermann. Und das ist nämlich unsere Mango. Hier will ich nur einfach mal zeigen, dass es wirklich funktioniert. Also das heißt, was wir hier zeigen. Das ist die Mango, die wir letzte Mal gemeinsam eingepflanzt haben. Das ist ungefähr her? Das ist, glaube ich, 6 Wochen ist das her. Mhm. So sieht sie jetzt aus, meine. Und ich warte ja immer noch auf das Gegenstück. Ich habe da so eine Ahnung, was wir... Ja, also ich wollte nur mal zeigen, dass es also, ja, bei mir geht es den Pflanzen gut. Wie lange dauert das, bis da Mangos gepflückt werden können? Also hier, also wenn ich sie dann mitnehme irgendwo nach Übersee, dann würde das funktionieren. Aber auch bei mir im Gewächshaus wird da keine Mango drankommen. Aber es wird eine schöne, dekorative Pflanze werden. Okay, also René, vielen Dank, dass du heute hier bist. Wir sprechen jetzt weiter, liebe Zuschauer, bei Facebook Live, auf unserer Facebook-Seite von MDR um 4 oder einfach auf unserer Homepage mdr.de/tv. Würde mich sehr freuen. Wir hatten noch viele, viele Fragen beantwortet rund um Ihre Pflanzen, aber natürlich wird uns das Thema Hecke auch noch beschäftigen. Wir machen direkt weiter. Wollen wir vielleicht direkt mal ein paar Anrufer dran nehmen, René? Ich sehe hier nämlich ein paar, damit die auch nicht so ganz lange warten müssen zu allen möglichen Themen. Also querbeet ist da zum Beispiel die Frau Kaiser aus Schwarzenberg. Hallo, Frau Kaiser. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ihre Frage bitte. Ich habe im Garten Rosen, die Rostflecke aufweisen. Jetzt hätte ich gerne mal gewusst, was ich dagegen machen kann. Ja, das ist natürlich bei Rosen ganz typisch. Rosenrost oder Sternrußtau, das findet man immer an Rosen. Also jetzt ist es langsam schon etwas spät, aber frühzeitig und fürs nächste Jahr ganz einfach Knoblauch und Zwiebel, also große Knoblauchknolle nehmen, mit 2 Zwiebeln auskochen, das heißt in 1 Liter Wasser auskochen, dann kann man das verdünnen auf 3 bis 5 Liter und damit besprühe ich meine Rosen. Und dann gibt es keinen Rosenrost, dann gibt es keinen Mehltau. Also das ist eine ganz tolle Sache, um meine Rosen gesund zu erhalten. Okay. Danke, Frau Kaiser, alles Gute. Ich danke Ihnen auch, schönen Abend noch. Danke gleichfalls, tschüss. Tschüss. So, jetzt gehen wir nochmal an die Fotos hier, die uns gepostet worden sind auf unserer Facebook-Seite. Da ist zum Beispiel die Cornelia Götze, die sagt, ich habe auch noch eine Brombeere. Cornelia hatte vorhin schon geschrieben. Eine Brombeere, die ziemlich mickrig aussieht. Vielleicht habe ich ja beide nicht richtig behandelt. Danke für Ihre Tipps. Ich glaube, das andere war die Himbeere, ne? Ja, genau. Also Brombeere dann natürlich auch so im Topf. Das ist natürlich immer schwierig. So eine Brombeere ist ein Tiefenwurzler, die wir sich sehr ausbreiten und so. Da muss man wirklich dafür sorgen, dass die Pflanze ordentlich mit Nährstoffen versorgt wird. Und wenn das funktioniert, dann ist auch alles gut. Genau, dann haben wir hier Gottfried Matthias Rüberts. Gebt bitte die Frage weiter, wie bekomme ich die Wüstenrose, vielleicht meint er sogar Wüstenrose, dazu weniger gelbe Blätter zu bekommen und welchen Gießabstand empfiehlt der Spezialist? So sieht es ja aus. Genau, also die Wüstenrose sagt ja schon aus, die kommt aus der Wüste, die braucht ganz wenig Wasser. Mhm. Also die kriegt normalerweise so ein Schnapsglas voll Wasser alle 4 Wochen. Das ist halt ganz wichtig. So wenig? Ja, ganz wenig. Die kommt mit ganz wenig Wasser zurecht. Und darum kriegt sie eben auch diese gelben Blätter. Ab und zu auch ein bisschen Dünger. Am besten macht man das mit Kakteendünger. Nur in der Sommerzeit. Das heißt immer dann, wenn wir die Uhren sozusagen zur Sommerzeit umgestellt haben und nachher zur Winterzeit, kriegt sie auch eine Winterruhe und kriegt noch weniger Wasser. Okay. Herr Meier aus Georgenthal ist am Telefon. Hallo, Herr Meier. Ja. Hallo. Peter, ich war einen schönen guten Nachmittag. Auch liebe, ganz liebe Grüße an den René. Und ja, ich habe eine Frage, die ist mir sehr wichtig. Ja, bitteschön. Meine Frau hat damals aus dem Saum eine Strelitzie gezogen. Wir haben immer jedes Jahr, zumeist Mitte März, hatten wir immer dann eine wunderschöne Blüte. Viele kennen es nur als Papageienblume, aber Strelitzie, weiß eigentlich jeder, was es ist. Und letzten 2 Jahre,
Der hat vor 3 Jahren hat es zweimal geblüht. Einmal früher, einmal im Herbst. Und letztes Jahr gar nicht. Und dieses Jahr auch nicht. Die hat neue Blätter rausgebracht. Ich frage mich, warum kommt dieses Jahr keine Blüte? Also, grundsätzlich ist, Strelitzie braucht den Sommer über Nährstoffe. Das ist ganz wichtig. Und die braucht so einen Temperaturunterschied. Das heißt also, wenn sie immer eine gleiche Temperatur hat, dann wird es schwierig mit einer Blüte. Sie braucht halt, am besten ist, man lässt sie den Sommer über draußen stehen, wenn es geht, auf dem Balkon, Terrasse oder im Garten und gießt sie dann regelmäßig und immer mit Dünger gießen. Das ist ganz wichtig. Und dann lässt man sie wirklich bis, naja, ich sag mal September, Anfang Oktober draußen, sobald die Tage, also wenn es ein bisschen kühler wird. Wenn es zu kalt wird... Ich sag einfach, du, René, pass auf, wir haben die, ich hab die immer im Anbau stehen und die hat einen festen Standort und dort hat die immer geblüht. Ja, aber irgendwann, dann liegt es bestimmt daran, wenn sie immer geblüht hat, dann muss sie halt, dann hat sie jetzt ein Problem. Das heißt, entweder hat sie nicht mehr genügend Nährstoffe, also das ist halt eben meistens das Problem, weil sie dann eben keine neuen Blüten bilden kann, weil sie nicht genug Futter hat. Das kann also, natürlich sein. Ein Blätter bildet sie raus, sie hat jetzt schon 2 Blätter gekriegt, aber... Ja. Also versuch einfach mehr zu düngen. Also wirklich den Sommer über richtig jede Woche beim Gießen immer Dünger zu geben. Damit sie, also, weil im Normalfall ist immer Nährstoffe in der Erde drin. Da kann sie die ersten Jahre sicherlich gut von zehren. Aber dann ist irgendwann sind die Nährstoffe aufgebraucht. Und dann muss man natürlich immer mehr nachgeben. Und dann wird sie auch bestimmt wieder anfangen zu blühen. Herr Mayer, vielen Dank für die Frage. Viel Glück beim Düngen. Und ich gehe mal inzwischen hier auf die Kommentare zu unserem Livestream bei Facebook. Und da kam zum Beispiel die Frage von Celine 1. Was kann man endgültig gegen Wollläuse bei einem Bonsaibaum tun? Also Wollläuse, das ist ein einfaches Mittel, ist wirklich Orangenöl. Man nimmt also Orangenöl, 4 bis 5 Milliliter Orangenöl auf 1 Liter warmem Wasser. Man sprüht die Pflanzen damit ein. Das Orangenöl löst die Wachsschicht dieser kleinen Plagegeister und die trocknen aus. Mhm. Kann man heute also auch schon als Pflanzenschutzmittel kaufen, also überhaupt gar kein Problem. Einfach mal Orangenöl googeln und dann findet man das auch. Und das ist das Beste, was man überhaupt machen kann. So, Anke Wetzer schreibt, ich habe eine Pfeifenputzerpflanze. Als sie verblüht war, habe ich die Blüten abgeschnitten. Nun hat die Pflanze keine grünen, sondern braune Blätter. Was habe ich falsch gemacht? Also das liegt bestimmt, ja, das ist das Problem. Sicherlich vielleicht auch ein Düngeproblem, vielleicht aber auch, sollte man sie auch mal umtopfen. Also das ist immer schwierig, wenn ich kein Bild sehe, ich müsste vielleicht mal ein Bild sehen. Haben wir jetzt wieder ja, nicht. Genau, das ist immer ein Problem, dann so aus dem Bauch heraus zu erklären, was da los ist. Aber ja, sonst vielleicht noch mal ein Bild posten und ich gucke mir das nachher mal in dem Post an und kann dann ja noch mal drunter schreiben, was los ist. Okay, wir haben mal Bilder noch bekommen und zwar hier, lass mich mal kurz gucken, das war hier. Die Ingrid Höppner sagt, habe seit 2 Jahren meine Anthurie in Ceramis gepflanzt. Ach so, das ist dieses, ne? Dieses, ja, Ceramis, genau. Ja, das ist so ein da Erdersatz. Sie nicht geblüht hat, jetzt zeigt sie ständig neue rote Blüten, nur bekommen einige Blätter immer braune Flecken im Blatt. So. Genau, also ganz wichtig ist, dass eine Anthurie sauren Boden braucht und das Ceramis ist eher alkalisch, ist genau umgekehrt, was eben diese Anthurie braucht. Also ganz wichtig, immer nur mit abgestandenem Wasser gießen, also nicht mit kalkhaltigem Wasser. Wenn man zu viel kalkhaltiges Wasser hat, dann sehen die Blätter so aus. Okay, super. Dann gehen wir noch mal ans Telefon und zwar zu Frau Kaminska. Hallo, Frau Kaminska. Ja, hallo. Ich habe schöne Grüße ins Studio. Danke. Ich habe eine Frage. Ich habe 3 verschiedene Sorten Zitrusbäume. Mhm. Die tragen auch Früchte, aber die Blätter sehen nicht richtig schön grün aus und ich dünge auch und seit diesem Jahr kriegen sie auch so eine Zitrusaufbaukur, aber die Blätter sehen irgendwie so grün-gelblich aus, aber nicht mehr schön grün. Was kann ich noch machen? Da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit und zwar, sie nehmen einfach Calciumtabletten. Also die Sie eigentlich als Mensch oder so eben trinken können. Sie lösen Calciumtabletten auf, so 1 oder 2 in 5 Liter Wasser und gießen damit Ihre Zitrusbäume. Weil das oft, man denkt immer, die gelben Blätter, das ist ein Eisenmangel, aber das ist ein Calciummangel. Und dann werden Sie sehen, wie schön kräftig grün wieder Ihre Blätter werden. Ganz einfach. Oh, haben Sie recht, schönen Dank. Werde ich gleich ausprobieren. Alles klar. Danke bitte. Für den Anruf. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Guck mal hier, und die Frau Henning aus Mühlhausen, die hat auch eine Strelitzie. Hallo, ja. Frau Henning. Hallo,
Was ist das? Ich habe mehrere Strelitzen, die treiben in der Mitte, aber die Blätter rollen sich. Was mache ich verkehrt oder was fehlt der Pflanze? Also wenn die Blätter sich rollen, ist immer ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Das heißt, der geht es nicht gut. Wie oft düngen Sie Ihre Strelitzie? Wenig. Wenig. Und das ist auch ein großes Problem. Die Strelitzie, das ist eine große Pflanze, die ganz viele große Blätter bilden muss. Und sie braucht natürlich auch die Nährstoffe, um diese Blätter eben auszubilden. Und wenn man da nicht genügend Nährstoffe nachbringt, kann es immer zu Problemen geben. Also dann gibt es Flecken, die Blätter reißen, die wachsen nicht richtig und so. Und ich würde erstmal versuchen, wirklich jede Woche beim Gießen immer Dünger mit. Und sobald die Winterzeit anfängt, hört man auf zu düngen, dann kriegt sie ihre Ruhephase. Und in dieser Ruhephase werden dann meistens auch dann die Blüten geschoben. Gut. Super, ich bedanke mich. Danke, Frau Henning, alles Gute. Wieder. Danke Ihnen so. Tschüss. Komm, wir machen einfach weiter hier. Ja. Das war die Frau Schulze ist jetzt dran. Hallo, Frau Schulze. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag erstmal. Also mich interessiert eigentlich, wenn ich Orchideen kaufe, dann sind die sehr schön in der Blüte und auch im Blatt und so. Und dann dauert es gar nicht lange. Dann haben die ganz, ganz viele Wollläuse. Ich habe ja jetzt schon mitbekommen, dass man die mit Orangenöl bekämpfen kann. Ja. Und das hat sich aber jetzt auch auf meinen Thalerbaum oder Crassula übertragen. Und der Crassula hat auch richtig dicke Schildläuse. Was kann ich denn auch noch gegen die Schildläuse tun? Also das Orangenöl hilft auch gegen Schildläuse und zwar sehr gut. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie, wenn Sie Übertöpfe haben, dass Sie die Übertöpfe alle rausnehmen und die wirklich mal mit heißem Wasser und so ein Spüle richtig sauber waschen, weil da sitzen manchmal eben auch die, ich sag mal, Eier dran oder auch Schildläuse dran. Weil Schildläuse, die können nur im Larvenstadium sich bewegen. Die sitzen fest, nur im Larvenstadium in kurzer Zeit, wandern sie zu einem neuen Standort und setzen sich daran fest. Und darum ist immer wichtig, ab und zu mal die Töpfe wirklich abzuwaschen, sauber zu waschen, damit eben diese Viecher sich nicht so stark vermehren. Das ist ganz wichtig. Aber mit Orangenöl ist das Beste, was Sie im Moment machen können und wo sie die beste Wirksamkeit haben. Wie war da nochmal die Verdünnung? Also normalerweise fünf, je nachdem, was Sie für Orangenöl nehmen. Also ich empfehle eigentlich immer, nehmen Sie ein Pflanzenschutzmittel, was zugelassen ist, können Sie gucken im Internet, da finden Sie das. Da brauchen Sie, glaube ich, 5 Milliliter auf 1 Liter Wasser. Also da kommen Sie ganz weit mit und das funktioniert ganz gut. Okay. Super. Frau Schulze, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Es geht immer weiter. Und zwar haben wir hier die Frau Gräbner. Hallo, Frau Gräbner. Hallo. Hallo. Ihre Frage bitte. Ja, wir haben einen Tulpenmagnolienbaum und da werden die Blüten immer, bevor sie überhaupt richtig aufgehen, oben braun. Ja, das ist oft ein Zeichen, also das ist ein Frostzeichen eigentlich. Das heißt also, das sind Sorten, frühe Sorten, die sehr früh aufgehen und dann kommt nachts vielleicht noch mal ein bisschen Kälte oder da geht nochmal so ein kalte Föhn drüber und schon kriegen die braune Spitzen. Da kann man eigentlich nicht viel dran machen. Da kann man immer nur hoffen, dass es keine Kälte mehr gibt. Ja, der hat aber im Frühjahr die Blüten, da sind sie, aber der hat jetzt nochmal die Blüten und da sind genau wieder oben die Spitzen braun. Ja, dann ist, gehen sie nicht auf. Also das ist die zweite Blüte, die sie dann, das ist aber eigentlich, ja, das kann aber auch normal sein, weil der Tulpenbaum, also ich sage so eine Magnolie blüht eigentlich im Frühjahr, es gibt ein paar Sorten, die auch nur ein bisschen später blühen, aber da sehen die Blüten dann oft nicht so schön aus. Also das ist, manchmal kann man vielleicht auch mal am Boden gucken, ob es dem Tulpenbaum am Boden nicht so richtig gefällt, der braucht so leicht sauren Boden, also auch das ist wichtig. Vielleicht gucken Sie mal und messen mal den pH-Wert oder lassen den messen, gehen irgendwo hin und gucken mal, wie der pH-Wert ist, damit Sie vielleicht den Boden verbessern können. Mehr können Sie da nicht machen, mehr funktioniert nicht. Frau Gräbner, vielen Dank. Wir gucken noch mal ganz schnell auf unsere Facebook-Seite. Die Heike Messner hat eine Spuckpalme, die war immer kräftig und ansehnlich und hatte auch Samen. Seit 2 Monaten lässt sie Blätter hängen, so sieht sie aus. Oh ja, die ist befallen. Da sieht man ja ganz viele irgendwelche kleine Schädlinge dran. Das ist ein bisschen verschwommen, kann ich nicht so erkennen. Ja. Das könnten, ich sag mal, Schmierläuse, Schildläuse. Also auch hier muss man gucken. Also hier bei so einem starken Befall würde ich empfehlen, das mit Orangenöl zu behandeln. Und aber das kann schon sein, dass es da, da nur noch der Bestatter hilft und nicht mehr der Pflanzenarzt. Ja. Aber Orangenöl scheint ja generell ein beliebtes Mittel zu sein. Es ist ein natürliches Mittel und das riecht, duftet, kann man in der Wohnung an. Es ist also absolut überhaupt gar kein Problem. So, dann kommen wir noch zu Frau Jonath. Hallo Frau Jonath, Ihre Frage schnell bitte noch.
Ja, schönen guten Tag. Und zwar geht es darum, wir haben einen Walnussbaum, den haben wir vor 3 Jahren pflanzen lassen. Mhm. Und der hat in diesem Jahr so welke Flecken und teilweise auch welke Blätter. Aber nicht das komplette Blatt, sondern immer so ein Teil davon. Ist aber dieses Jahr sehr schön gewachsen, ist voll geworden durch den vielen Regen. Aber was kann ich dagegen tun, gegen diese welken Blätter? Also normalerweise können Sie da leider nichts gegen tun. Das ist die Masonina-Krankheit. Und zwar, das ist eine Pilzkrankheit, die eben sehr oft entsteht, wenn es sehr feucht ist. Wir haben dieses Jahr ein feuchtes Jahr. Und Sie werden sehen, im nächsten Jahr, wenn es im nächsten Jahr wieder die Sonne scheint und wenig Wasser gibt, dann wird es auch weniger Flecken geben. Sie können da nichts machen. Sie können froh sein. Also diese Krankheit geht nicht auf die Nuss, sondern geht nur aufs Blatt. Also da brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Frau Jonath, alles Gute. Vielen Dank für Ihre Frage. Jetzt wollten wir noch mal kurz mal zu meiner Hecke sagen. Ja. Ne? Auch noch mal so, weil wir ja heckenmäßig heute unterwegs waren. Da haben wir den Bogen quasi hinten wieder geschlossen. Ja. Guckt ihr bitte mal diese Hecke an, die ist draußen vorne an der Straße und da habe ich ein bisschen mit der Heckenschere dann da vorne was abgeschnitten und plötzlich war da ein Riesenloch drin. Ja, also das sieht ja irgendwie aus, das ist so eine gewucherte Hecke, also das kann man so ganz schnell, das ist glaube ich so eine fast wild gewachsene Hecke, so sieht mir das halt also aus. Hier muss man ganz einfach mal nicht mit der Heckenschere, sondern hier muss man mal mit der Handschere dran gehen. Ja, okay. Also wirklich mit der Handschere und mal gezielt sie auslichten. Mhm. Man nennt sowas verjüngen. Ja, das kann man bei so einer alten Hecke machen. Bei uns Menschen geht es leider nicht, aber bei der Hecke geht's. So, damit sie wieder von unten her neu durchtreibt. Und auch hier versuchen die erstmal so ein bisschen konig zu schneiden, damit genügend Licht dran kommt. Und dann kriegt man so eine Hecke auch wieder schön, schön dicht. Ist ein bisschen Arbeit, aber geht. Und jetzt noch die andere. Ja. Da war ähnliches Problem, die ist ja ein bisschen größer und die ist, glaube ich, auch mehr auch als 1,80, wie ich das so sehe. Da. Genau, das ist halt, da muss man gucken, wenn es aber, wenn der Nachbar nichts sagt, dann ist alles gut. Ja, und da rechts, guck mal, der Apfelbaum, das wollte ich auch noch fragen, der hat auch gar kaum Äpfel getragen dieses Jahr. Ja, also dieses Jahr hatten wir auch ein schlechtes Apfeljahr, das macht durch den Frost, den wir in diesem Jahr gehabt haben. Also wichtig, ich habe das mal gesehen, ein Sommerschnitt hätte den auch gut getan mal so, dann hätte das mal machen können. Aber der wird im nächsten Jahr, wird ja auch wieder Äpfel tragen. Okay. Also manchmal ist das so ein Jahr schlecht, ein Jahr gut und erst recht, wenn es so ein harter Winter war, wie wir es dieses Jahr hatten und so ein später Frost. Vielen Dank, René, für diese vielen, vielen Informationen, für die vielen Antworten auf die Fragen. Und liebe Zuschauer, natürlich finden Sie ganz, ganz viele Informationen auch auf unserer Internetseite, auch zum Thema Hecke nochmal. Und da kann man sich das alles nochmal im Detail zu Gemüte führen. Ja, bis zum nächsten Mal, René. Wir gucken weiter, wie die Mango wächst und sehen uns dann demnächst hier wieder im Studio. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauer. Alles Gute für Sie. Wir sehen uns dann bei MDR um 4 morgen wieder um 16 Uhr. Und tschüss. Tschüss.